Danke ist nicht gleich Danke. Überall hörst du mittlerweile, es ist wichtig, dankbar zu sein für alles, um glücklich im Leben zu werden. Allerdings haben wir gelernt, uns wurde eher auferzwungen, Danke für alles zu sagen. Menschen zu danken, die wir nicht mögen, das hat uns eher verärgert als erfreut. Was ich in den letzten 2 Jahren dieser außergewöhnlichen Zeit gelernt habe und um im Leben nach vorne zu kommen, ist es aus tiefstem Herzen dankbar zu sein. Und dankbar sein heißt, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Dies fällt natürlich leicht für die schönen Erlebnisse, aber vor allem die dunklen Stunden, die traurigen, hässlichen Geschichten der Vergangenheit, die wir erlebt haben. Denn wenn du vom Erfolg träumst, musst du lernen, tiefe Dankbarkeit für alle Lebensbereiche und Abschnitte zu spüren. Wie heißt es? Die Geschichte schreiben die Sieger. Das heißt, solange du noch nicht bei dir in deiner Kraft angekommen bist, deine Stärken, deine Lebenslust auslebst und deinen Träumen eine Chance gibst, anstatt dessen beherrschen Angst und Sorge dein Leben, dann schreibt jemand anders deine Geschichte. Lerne dankbar für alles von Herzen zu sein und akzeptiere endlich, wer du bist. Die Tatsache, noch am Leben zu sein und deine eigene Zukunft gestalten zu können, ist doch Grund genug, oder?